Canyon, also die drei Jungs, Paul, Bernd und Andrew, müssen natürlich versuchen, ob sie bis oben. Bitte dich da rankommen. Cool. Vielleicht gar nicht schlecht, mal ein Auto vorne mit drin haben. Sieht man, wie sich der über die jetzt drüber wechseln, über diesen Huckel. Dann mach mal an. Ich hab schon an. Mach schon an. Auf den Strand geschmissen worden. Man hat versucht, sie wieder flott zu machen. Das hat aber nie geklappt. Gleich nochmal das Dreh an und im Hinterpunkt Double Island Point, die beiden Berge, die wir die ganze Zeit gesehen haben. Ja, hier liegt die Cherry Venture. Das ist ein 6000 Tonner aus Singapur. Und wie eben schon sagte, 1973 während eines Cyclones aufgelaufen. Man hat es so weit geschafft, dass das Schiff wieder in einem kleinen See an der Beach hier geschwommen hat. Man hat dann versucht, mit Schleppern sie rauszuziehen. Aber es ist nie gelungen. Anschließend wurde dann Feuer gesetzt und wie ihr sehen könnt, vieles nicht mehr nachgeblieben. Das Stahlplatten aus dem Rumpf herausgeschnitten. Man hat versucht, es mit Lastwagen an der Beach abzutransportieren, aber nichts klappte. Nur wird es wahrscheinlich so lange liegen, bis es vollkommen verrostet ist. Hier kommt Paul angerauscht, aber hat es auch geschafft. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von Double Island Point in Richtung Rainbow Beach. Auch hier zwei Grünflanke, die farbigen Sende mit Color Sands. Die werden hier sogar in kleine Flaschen verpackt und als Souvenirs verkauft. Ich schwenke jetzt einmal ganz nach rechts herum. Was jetzt auftaucht, in unserem Blickfeld ist Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt. Wir sind oft drüben gewesen, aber heute können wir es nicht machen. Man muss dafür buchen, um mit der Fähre rüberzukommen und einen Campingplatz drüben zu finden. Wir fahren jetzt weiter bis ans Ende dieser Sanddünen. Das ist Rainbow Beach. So, und jetzt sind wir in Rainbow Beach. Anja und Otto haben wir ja auch noch getroffen. So nach typischer australischer Art schon Lunch gemacht. Grasfritzen und Hamburger und Coca-Cola. Kleinen Rundblick auf den Kap in Rainbow Beach. Das ist die Hauptstraße. Das ist praktisch alles, was es ist. Kleiner Ausflug so an die Nordküste. Übersatzpunkt noch hier. Hier ist wieder der Strand, der sich entlang zieht. Im Hintergrund. Hier ist der Strand. So, von Rainbow Beach fahren wir jetzt zurück durch den Regenwald. Ein Geschossen zwischendurch machen. Und kommen anschließend wieder an die Beach. So, ist auch jemand angefahren, aber das müssen wir auch tun. Regenwald. Hier dürfen wir einige von diesen Bäumen zeigen. Der Hauptstamm ist in der Mitte und der ganze Baum ist praktisch von Lianen umschlungen. Ich hole das mal etwas dichter heran. Weil das ist der Hier kommt Paul jetzt den Berg rauf. Mal gucken, was wir drauf kriegen.
mitten in dem Wald hier haben wir einen kleinen See, das ist der sogenannte Freshwater Lake. Wir vor 15, 16 Jahren das erste Mal hier kamen, waren die bestimmt 5 Meter mehr Wasser. Die Balken hier vorne, auch hier das Ufer. Und jetzt ist das Wasser da ganz unten. Zugewachsen, aber ein schöner Anblick.